Die Diskussion ist ja verkürzt, wenn man 6 oder 3 Jahre sagt. Man setzt die Insolvenz voraus. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, ich kann in 95% der Fälle eine Insolvenz verhindern. Das heißt, ich bringe die Leute gar nicht so weit, dass sie in dieses Loch fallen. Das ist ein Interessenausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner und gibt die Möglichkeit, normal weiterzuleben. Ich denke, hier sollte man ansetzen. Wenn Frau Schumann nicht in die Insolvenz gefallen wäre, hätte sie das Problem nicht.